Okay, kommt bitte zur Ruhe. Kimi. Ja. Sagen Sie, wie genau wählen Sie Ihre Rollen aus? Ich versuche, eine Figur zu finden, die schwer zu verstehen ist, oberflächlich betrachtet. Wurde sie so geboren oder dazu gemacht? Ich dachte, Sie wären größer. Im Fernsehen sehen Sie größer aus, aber wir sind anscheinend etwa gleich groß. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Mir liegt viel daran, dass Sie die Geschichte richtig erzählen. Süß, die beiden, ha? Huh? Wir leben jetzt schon seit fast 24 Jahren zusammen. Es fällt mir schwer, darauf zu vertrauen, dass Sie alles so darstellen werden, wie es war. Wie kann sich eine 36-jährige Frau auf eine Affäre mit einem Siebtklässler einlassen? Richtig gut. Wie ist Ihre Beziehung zu Ihren Kindern? Wieso ist das relevant? Die Schauspielerin, die meine Mutter spielt. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, wie egoistisch ich bin. Du bist anders, mein Schatz. Du bist eine moderne Frau. Wieso würden Sie jemanden spielen wollen, der ein schlechter Mensch ist? Es sind die moralischen Grauzonen, die interessant sind. Unsichere Menschen können wirklich gefährlich sein. Ich habe eine Ahnung, wie sich die Heimlichtuerei mit Ihnen angefühlt haben könnte. Das hätte ich wohl nicht sagen sollen. Keine Sorge. Was hattest du denn für Erwartungen? Dass meine Kinder mich lieben und mein Leben perfekt wäre. Das war ein wenig naiv. Ich bin naiv. Das war ich schon immer.